Cyberport präsentiert das Nubia Z17 Mini. Der Name Nubia entstammt dem Lateinischen und heißt übersetzt die Wolken. Diese stehen in der chinesischen Kultur für Schönheit und Güte. Schick sehen die Smartphones des erst 2012 gegründeten Herstellers Nubias ja schon mal aus. Wie sich das Z17 Mini aber konkret im Alltagstest schlägt, seht ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Z17 Mini ist 14,7 cm hoch, 7,3 cm breit und 0,7 cm tief. Das Gewicht beträgt 155 Gramm. Das verbaute Display ist 5,2 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Für die Performance steht ein Qualcomm Snapdragon 652 Octa-Core Prozessor zur Verfügung, wobei 4 Kerne mit 1,8 GHz und 4 weitere Kerne mit 1,4 GHz takten. Der Arbeitsspeicher ist 4 GB groß. Für Daten und Anwendungen stehen 64 GB interner Speicher zur Verfügung, der mittels MicroSD-Karte um bis zu 200 GB erweitert werden kann. Beim ersten Auspacken fällt uns direkt das schicke Design unseres Testgeräts auf. Das 2,5D-Glas auf der Vorderseite geht fast nahtlos in die silberne gefräste Kante über. Der Rahmen wie auch die Rückseite bestehen aus Metall und das Display wird mittels Corning Gorilla Glass geschützt, wodurch das Smartphone sehr robust ist. Akzente setzt Nubia mit den roten Umrandungen an Homebutton und Dualkamera, was uns persönlich sehr gut gefällt. Die Tasten sind passgenau in das Gehäuse eingefügt und auch insgesamt ist unser Testgerät sehr hochwertig verarbeitet. Die Haptik sowie das Gewicht von 155 Gramm können ebenfalls überzeugen. Klasse gemacht! Das Display des Z17 Mini löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf, was uns eine Bildpunktdichte von rund 424 ppi beschert. Der 5,2 Zoll Bildschirm ist damit angenehm scharf. Einzelne Pixel und unschöne Rasterungen können wir keine entdecken. Die gemessene Helligkeit liegt bei guten 450 Candela pro Quadratmeter. An die 700 Candela pro Quadratmeter des Samsung Galaxy S8 kommt es freilich nicht heran. Dieses Premium-Smartphone kostet dafür einiges mehr. Die Farb- und Kontrastwerte fallen wiederum sehr gut aus. Daumen hoch! Für die Performance sind beim Nubia Z17 Mini ein Snapdragon 652 sowie 4 GB RAM verantwortlich. Der Prozessor wurde bereits 2015 vorgestellt und kann mit der Leistung der 800er Generation der Qualcomm CPUs nicht mithalten. Trotzdem sorgt die Hardware für eine alltagstaugliche Performance. Das System sowie sämtliche Apps laufen durchweg flüssig und auch die Spieleleistung ist zufriedenstellend. Zwar gibt es bei diesem Preissegment Smartphones mit einer besseren Ausstattung, dafür punktet unser Testgerät mit kurzen Ladezeiten. Ein gutes Ergebnis. Softwareseitig entscheidet sich der Hersteller für Android 6. Ergänzt wurde das Google OS mit der hauseigenen Nubia UI 4.0, die dem Nutzer einige praktische Funktionen zur Verfügung stellt. Zum Beispiel kann man über den Fingerabdrucksensor bestimmte Apps sperren und Edge-Gesten einstellen, um mit Fingergesten am Displayrand bestimmte Aktionen auszulösen. Insgesamt fügt sich Nubias eigene Benutzeroberfläche gut in das System ein. Einen Punktabzug für die veraltete Android-Version vergeben wir dennoch. Insgesamt macht das ein Gut. Verbindungen herstellen ist für das Nubia Z17 Mini kein Problem, dank Bluetooth, WLAN und GPS-Modul. Auch beim Thema Mobilfunk unterstützt unser Testgerät alle wichtigen 3G- und 4G-Bänder. Dabei kann der User sogar zwei Nano-SIM-Karten einsetzen, wobei er jedoch auf die Speichererweiterung verzichten muss. Der 64 GB große Speicher, von dem mehr als die Hälfte noch frei ist, sollte für den Standardbetrieb aber ausreichen. Sehr gut! Bei der Fotoausstattung stehen eine 16-Megapixel-Frontcam mit einer f2.0-Blende und eine Dual-Hauptkamera mit je 13 Megapixeln inklusive einer Blendenöffnung von f2.2 zur Verfügung. Die Bilder der Frontkamera sind akzeptabel, die Hauptkamera liefert hingegen sehr gute Fotos. Die Aufnahmen punkten mit natürlichen Farben, vielen Details und einer guten Schärfe. Durch die gleichzeitige Verwendung eines Farb- sowie Monochrom-Sensors kann außerdem nachträglich ein Bokeh-Effekt, also eine Unschärfe in der Tiefe, hinzugefügt werden. Weiterhin gelingen die Fotos selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch sehr gut. Die Kamera-Software hat zudem einige Extra-Funktionen zu bieten, wobei die Vielfalt von Beauty über Makro bis hin zum Panorama-Modus uns ein wenig verwirrt hat. Mit ein bisschen Übung wussten wir jedoch recht schnell, wie welches Feature funktioniert. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Der 2950 mAh Akku sorgt bei normaler Nutzung für eine Betriebslaufzeit von bis zu 1,5 Tagen. Bei aktiver Nutzung dauert es immerhin knapp 6 Stunden, bis das Nubia wieder ans Stromkabel muss.
Dank USB-C und Quick Charge 3.0 wird das Smartphone zudem in etwas mehr als 90 Minuten voll aufgeladen. Ein hervorragender Wert. Unser Fazit: Schickes Design, solide Leistung, praktische Software-Features sowie ein leistungsstarkes Kamerapaket haben bei unserem Testgerät überzeugt. Hinter Konkurrenzmodellen muss sich das Nubia Z17 Mini auf jeden Fall nicht verstecken, was auch an dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis des Smartphones liegt. Insgesamt geben wir daher verdiente 4,5 von 5 Cyberstars.